Hallo, ich bin der Gamemob und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker Teil 7. Wir sind immer noch hier auf der Tapse-Insel und ja, verbinden uns mal wieder. Ja, ich habe jetzt den letzten Teil, ich hatte tatsächlich überlegt, oder warte. Ich hatte den letzten Teil jetzt tatsächlich gestern aufgenommen. Jetzt werden sich die Leute fragen, komisch, ich nehme zwei Teile kurz hintereinander auf. Hat einen bestimmten Grund. Ich möchte nur kurz was nachschauen, wie es das in Qualitäten sollte passen. Genau. Das hat einen relativ einfachen Grund. Und zwar möchte ich ein bisschen vorab Teile aufnehmen, dass ich dann quasi, wenn mein PC dann ankommt, ich ein bisschen Buffer habe. Jo, das ist aber ein feines Boot, das du da hast. Prächtig, prächtig. Bist du etwa auch auf der Suche nach tiefe Meer versunkenen Schätzen? Haha, versuche es erst gar nicht, es zu leugnen, Junge. In diesen Gewässern hier schwimmt keine einzige müde Sardine. Zum Fischen bist du also ganz bestimmt nicht hier. Nein, nein, mein Lieber. Entweder du bist ein Schatzsucher, genau wie wir hier, von Tauch und Co., oder du bist ein Pirat. Also, es erfreut unsere taucherbeglockten Augen in Zeiten, in denen sich kein Mensch mehr auf See traut und alle lieber ein langweiliges Insel-Leben ohne Abenteuer und Aufregung fristen, einen so mutigen und beherzten Jungen wie dich zu treffen, dem Werte wie Ruhm und Glorie noch etwas sagen. So viel Idealismus für die gleiche Sache, das schafft Verbundenheit. Hier, mein Junge, die hier möchte ich dir schenken, denn Verbundenheit darf nicht nur aus Phrasen bestehen, sondern außerdem ist ohne natürlich nicht gut Schätze heben. Nimm sie ruhig, keine falsche Bescheidenheit. Ich wusste nicht, dass man von denen irgendwas kriegt. Du hast eine Schatzkarte bekommen. Den Text kann man schon. Zuerst solltest du mit Hilfe von... Achso, das ist dann quasi als Tutorial gedacht. Links siehst du die links vergrößerte Inselkarten, rechts die Schatzkarten. Stimme das jeweils aufeinander ab und suche den Schatz. Und um den Schatz zu heben, das kennen wir schon, das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Glaub mir, damit siehst du wie am Schnürchen Schätze an Bord. Wohl an, Junge, auf das uns alle unser, dass wir alle unser Bestes geben und reichlich feine Schätze heben. Okay, das finde ich lustig. Ach ja, lustiges Detail. Zelda-Sprachausgabe ist tatsächlich auf Englisch. Ja, zum Beispiel Terry, also der Händler, sagt ja auch Welcome und so, deswegen. Okay, ich kenne die Insel. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Da haben wir die schon mal gesehen. Ja gut, das muss er jetzt nicht direkt machen.
Portemonnaie ist nicht weit von hier, aber weh, die sperren mich wieder ein. Gut zu wissen. Das Portemonnaie hier. Ach, ich hab gedacht, das ist okay. Dann passt das ja. Auch wenn ich sagen muss, dass die Pilze neben meinen Kopfkissen sehr lecker waren. Gut zu wissen. Ich habe mir kürzlich ein paar Schweine gekauft, ganze drei, um genau zu sein, und dann auch noch diese seltenen schwarzgefleckten. Natürlich brauchen die viel Auslauf, um auch was von der guten Meeresluft zu haben, aber da macht man sich dann doch schon so seine Sorgen um die Kleinen. Du bist ja im Bombenladen. Okay, 10 Stück plus 10.000 Rupien etc. Na, ich glaube wirklich nicht, dass du dir die von deinem Taschengeld kaufen kannst. Jetzt sag mir aber bloß nicht, dass du dir das leisten kannst, aha. Du wirst es einfach nicht verstehen, oder? Du kannst, das kannst du dir nicht leisten, du Lümmel, und jetzt verschwinde. Kaufen. Beide Rechte, hier wollte ich ganz auch sowas. Ich weiß nicht mehr, was man da machen kann. Von wo bist du, Frechigere, mit hier reingekommen? Tja, so war es wohl auch nicht. Was ich auch probiere, es stimmt einfach nicht. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so vertieft in meinen Tanz, da habe ich gar nicht, da habe ich dich ganz übersehen, mein Lieber. Ich bin T. Ravolta. Tanzen ist mir wichtiger als drei Mahlzeiten am Tag, das setze ich klare Prioritäten und eines Tages werde ich ein Star sein. Ich lass mal so das kurz stehen, trink was und
Also das ist eine sehr offensichtliche Anspielung. Die es aber auch anscheinend nur im Deutschen gibt. Aber genug geplaut. 1, 2, 1, 2, 3. Weißt du, vor langer Zeit, da habe ich mal jemanden getroffen, der konnte doch tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. An den Tanz kann ich mich noch einigermaßen erinnern, aber der Rhythmus ist mir irgendwie entfallen. Sag mal lieber, hast du vielleicht den Rhythmus im Blut? Natürlich ist der Charaktername eine Anspielung auf John Travolta. Wegen auch Saturday Night Fever oder nur Samstag Night, wie auf Deutsch heißt. Ziemlich offensichtlich. Gut, man muss sagen, das ist nicht die erste musikalische Namensgebung, Anspielung, also und passt ja eigentlich auch zum Outfit. Cha-cha-cha, boom, cha-cha-cha, boom, oh ja. Genau, das ist der Rhythmus. Na, dann kannst du losgehen. Dass die kleine Tag- und Nachtmusik erlernt. Wundervoll, ich kann mich wieder klar daran erinnern. Also dann, es wird die Nacht. Oh, hä? Aber wie kann das sein? Wieso tut sich denn rein gar nichts? Wieso denn nur? Jetzt können wir tatsächlich Tag-Nacht-Wechsel hervorrufen. Gefängnis. Achso. Gut, das war eigentlich alles, was ich jetzt machen wollte. Vor im Moment zumindestens. Ich überlege gerade. Willkommen in Maries Schule des Glücks und des Frohsinns. Dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Bist du vielleicht der neue Schüler? Ich muss erst was anderes machen. Witzig, es wird ja davon ausgegangen, dass sie tatsächlich die einzige irgendwie Nachfahrin von Chicas zu sein scheint, wegen den Symbolen auf ihre Kleidung. Aber sonst hat man da auch keine Anhaltspunkte, auf die ich jetzt eingehen werde, bis es soweit ist. Das könnte aber wirklich zum Ende des Spielverlaufs erst sein. Ach, das mache ich wann anders. Das hat was mit den Kindern zu tun, muss erst die Kinder einsammeln quasi, aber das werde ich jetzt tatsächlich nicht machen, weil
Nee, da ich nicht weiß, was man genau bekommt und es ist jetzt blöd, wenn ich noch mehr Rubine kriege, die ich nicht benutzen kann. Stopp, anhalten, anhalten. Ich habe mir gedacht, ach, warum sollte ich den überhaupt anreden? Dann fiel mir doch ein. Dass mehr Infos kriegt. Hey Jungchen, was soll der Geiz? Willst du mich etwa jedes Mal mit demselben Futter abspeisen? Na schön, ich gebe dir meine Information gerne noch einmal. Nur weil du es bist, auf dem Kap, diese Insel, gibt es einen offenbar komplett Verrückten, der die ganze Zeit nur am Tanzen, egal ob Tag oder Nacht. Das ist jetzt eigentlich ein Bug, oder beziehungsweise ist ein bisschen schlecht gelöst, weil man hat ihn ja noch nicht gefüttert, damit er einen das in die Karte einträgt. Das macht man ja erst danach. Oder habe ich das schon? Ich bin mir gerade nicht sicher, egal. Ein Lärm macht der das echt nicht aus zum Aushalten. Ich habe mir ja schon mal überlegt, seinen dämlichen Tanz einzustudieren und ihn dann ein bisschen damit vom Wasser aufzuziehen. Aber der Tanz ist mir zu kompliziert. Ich beherrsche nur Fischtrott. Zumindest tanzen kann er. Das muss man ihn lassen. Das war's soweit von mir. Das nächste Mal bitte etwas spendabler. Schließlich ist meine Information Gold wert. Also dann bis die Tage. Ich bin mittig im... Das könnte ich natürlich versuchen. Man kann ja auch springen, aber da bewegt man sich nicht wirklich schneller. Natürlich könnte man... Ich könnte mir jetzt das Ding da anschauen. Das mache ich jetzt aber extra nicht, weil auf diesen Türmen gern mal auf den Türmen sind gerne mal einfach nur Dinger drauf, Rubine, die man bekommen kann. Manche haben es auch ein Herz und anderes Zeug, aber solange ich keine große Geldbörse habe, lasse ich das mal außen vor. Ich weiß, dass da oben der große Walu wohnt. Oh, da ist glaube ich ein Terry. Reinspaziert. Es ist mir jetzt meine Ehre, wenn Sie etwas verkaufen wollen, einfach herzeigen. Ich kaufe Sie ihn ab. Wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Ich möchte natürlich tatsächlich eine Putt-Putt-Frucht kaufen. Danke, Sie sind mein Lieblingskunde. Ich bin auch sein einziger Kunde. Jetzt haben Sie 30 Punkte, dann werden Sie VIP-Kunde. Das muss ich haben. Jetzt habe ich 11 Punkte. Warte mal, was ist... Das sind Totenköpfe hinter diesem Vorhang. Ich habe mich hier noch nie umgeschaut.
Leute, die sich irgendwie die Futtertasche auffüllen. Naja, hab manchmal Vorteile, das ist so stimmt, ich wollte hier eigentlich. Ah, du bist nicht von hier, oder? Guten Morgen, ein bringt Glück herein. Habe ich nicht einen Brief oder irgendwas? Hätte das sein können. Nee, stimmt, von ihm habe ich ja die erste Karte eingezeichnet bekommen, genau. Das wollte ich dich eigentlich schon länger fragen. Herr Fee, ist sie nie heiß in deinem grünen Gewand? Meines ist so eng, ich schwitze hier ohne Unterlass. Ich hätte gern Sachen, die atmen. In warmen Regionen zieht es mich jedenfalls gar nicht. Also. Hier schwimmen ein paar Fässer, schnapp sie dir, sobald sie auftauchen. Das ist aber nicht das, was ich wollte. Das ist ein Herzsymbol. Gibt es das deswegen Herzteil? Oh, da muss ich weg. Ja, das ist ein Kanonenturm. Das ist kein Fisch, das ist ein Schatzding. Ah, da oben ist er.
Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Regionen hier gerne auf deiner Schatzkarte eingezeichnet. Und dazu noch eine nützliche Information, was? Na dann falte doch erstmal deine Karte auf. Ignisspitze. In diesem munterbolden Riesenvulkan soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Du müsst nur das, wenn man versucht, sich dem zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes die Finger verbrennt und wahrscheinlich den ganzen Rest noch gleich mit. Aber eine Region im Norden und 4 Regionen im Westen von hier soll es ein Artefakt zu finden geben, mit dem man einfach alles einfrieren können soll. Ja, ich notiere mir das am einfachsten. Ja, ich kann mit dir aber später rum, weil davor brauche ich was anderes. Wenn ich mich nicht irre. Hey, Wirbelstürme. Hier gibt es eine Insel mit einer süßen Statue drauf, die von den Menschen vor langer Zeit, holy fuck, ich muss weg, gebaut wurde.
Ah, ich hab's gefunden. Ach komm, okay, hat sich erledigt. Ich glaube, ich werde tatsächlich keine Schatzkarten ausbuddeln. Was ist hier? Eine Info. Östliche Triangelinsel, das ist schön. Ach, da drüben. Ich das wird nicht sehr gesund enden. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid. Super. Jüngchen, hast du eigentlich schon mal eine Fee gefangen? Gibt nichts Besseres, wenn du mal von ein paar Monstern kalt erwischt wirst und kampfunfähig zu Boden gehst, dank der Fee bist du nämlich fein raus. Achso. Wie transportiert man so eine am besten? Ich hab gehört, in dem abgetakelten Kahn ein Stück südlich von hier soll es einen ziemlich praktischen Gegenstand für sowas geben. Vielleicht siehst du dich da mal um. Das war's soweit von mir. Falls du Informationen brauchst, nochmal fordern. Ah, okay. Ich habe ihn Schatz gefunden, das zeigt ihn mir rechts an, das wusste ich gar nicht. Toll. Willst du mich verarschen? Verschwindest wird für wertvolle Zeit, heißt aber. Das war ein komischer Bug. Jüngchen weiß Bescheid, sehe gerade. Isla Bomba. Komm doch mal. Komm doch mal in diese Gewässer, wenn es nachts linksbündigen Halbmond hat.
Ah, hier. Hier drüben muss ich mal schauen. Hoi, schon morgen, ich bin wohl eingenickt, während ich den Tingle-Siever hielt. Ein Bocklin. Könnte ich hier tatsächlich eine Tingle-Bombe benutzen? Ah, warte mal. Ah, ich hab da jemanden weggebombt. Sehr intelligent. Ja, ich möchte fortsetzen. Ich glaube, das war Info. Das ist das Harteste noch wirklich. Ich weiß nicht, ob das der Ort ist, wo ich glaube, dass es ist. Ach, das ist ja gar kein so schlimmer Ort. Wo ist das Mausloch? Du Wichser! Yes, sehr praktisch. Ich wusste, dass in dem U-Boot Ding ist. Das Blöde ist, hier ist kein Mausloch. Ich sehe zumindest keines. Ich weiß nicht, ob da auf der anderen Seite was ist überhaupt. Nee, das hat sich nichts. Weil in anderen Orten sieht das ein bisschen anders aus. Sehr schön. Thank you.
Potzblitz da drin, was? Potzblitz da drin ist als ein Behälter, so. Ja, ich brauche hier eine Bombe, um da reinzukommen. Definitiv. Ja, definitiv. Ich hab gedacht, es könnte da was anderes sein. Egal. Ich nach Süden. Ach, für Leute, die sich fragen, warum ich gesagt habe, ich nehme den Teil auf für den Fall, dass mein PC kommt. Naja, bei dem Händler, wo ich es bestellt habe, ist jetzt der Prozessor wieder verfügbar. Das heißt, es könnte natürlich vielleicht die nächste Woche oder so mein Rechner auftauchen, mein neuer. Beziehungsweise der Prozessor und die anderen Teile, die ich bestellt habe. Ja, stimmt, das System ist, der ist mit Kanonen unten dran, also. Eine Insel. Ich muss gerade überlegen, welche Insel. Tantopia ist nicht weit. Ich hätte auf Tingles Insel auch gerne Bäume. Ach ja, warum muss ich? Land in Sicht. Das ist ein Zielort, die Insel Tantopia. Von See aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen. Aber auf der Insel liegt ein üppiger Wald. Die Heimat des Dekobaums, des Terrahüters. Deine Aufgabe ist es, den Dekobaum zu finden und von ihm das göttliche Artefakt Vorus Dämon in Empfang zu nehmen. Ich lege die Befürchtung, dass uns Ganoren auch auf diese Insel zuvor gekommen sein könnte. Sei es auf der Hut. Jungchenblar. Kennen wir schon.
Ein bisschen nördlich von hier habe ich einen Fliegenhändler gesehen. Er hatte einen Rucksack rum, der sogar noch größer war als er selbst. Was wollte er wohl bloß auf der abgelegenen Insel dort? Tja, die Welt ist eben voller merkwürdiger Gesellen. Genau, können wir schon. Was ist das hier? Warum ist hier ein... Ah, das ist eine Planta Granda. Sei vorsichtig, sonst... Achso, okay. Ich habe eine Planta Granda-Samen gefunden. Er wird in der Beutetasche aufbewahrt. Dies ist der Quell der magischen Kräfte einer dämonischen Pflanzenkreatur. Ein Alchemist könnte dir daraus sicherlich etwas Wundervolles zaubern, okay? Was ist denn? Achso. Ach, das jetzt bedeutet, da ist etwas Lebendes. Ich habe noch keine Karte. Thank you.
Bitte entschuldige, es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnerte und ich mich der Sprache aus eben jenen Tagen bediente. Ich bin der Schutzgott des Waldes, der Dekobaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagegeistern erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist nicht zufällig ein sprechendes Boot namens Roter Leuenkönig? Das dachte ich mir. Dann benötigst du den Diamant der Göttin, nicht wahr? Ich verstehe, damit ist auch das Rätsel um all die Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind und die Wälder unsicher machen. Dieser schändliche Ganon ist demnach wieder auferstanden, Eilis geboten. Krox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind, seid unbesorgt und zeigt euch. Wie lautet dein Name, mein Junge? Der Mob? Der Mob, darf ich dir die Krox vorstellen? Sie sind ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen, aber die langen, langen Jahre des Lebens umgeben vom Meer haben sie ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie alle liebe, brave Kinder. Wie gewohnt wollen wir gerade alle zusammen unsere alljährliche Zeremonie abhalten. Den Diamant, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie aushändigen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun denn, sind alle bereit? Wollen wir beginnen? Dekobaum, furchtbar, furchtbar, ist ganz furchtbar. Makoros, Makoros ist... Was ist geschehen, Tidius? Du und Makoros, ihr kommt aber auch immer zu spät. Aber nein, Dekobaum, Makoros ist in den Verbotenen eingestürzt. Ich werde es nicht schreien, weil es ein bisschen spät ist. Was sagst du da in den Verbotenen Hain? Lange nicht David mit Vornamen heißt. Ich habe ihm doch noch gesagt, er soll vorsichtig sein, aber Magos sagte, er würde diesmal die Route oberhalb des verbotenen Hains fliegen. Das sei eine Abkürzung. Immer dieser Makoros. Der Mob. Du hast es ja gehört. Der verbotene Hain liegt gleich neben diesem Wald. Es ist ein unheimlicher Ort, an dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Makoros abgestürzt und wird jetzt bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Du wurdest vom Roten Leuenkönig hierher geführt. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Makoros zu retten? Dekobaum-Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht, vom Meer aus kommt man dort wohl nicht hin. Der Mob, du scheinst mir zwar schwerer zu sein als die Krox, aber es muss funktionieren. Benutze den Gegenstand, den ich dir gebe, und fliege damit durch die Lüfte. Ha! Also dann, der Mob, klettere bis hinauf über meinen Kopf und hole dir das Blatt. Das ist also aus den Kukiri geworden. Sie wurden zu Waldviechern. Ich bin jetzt mit einem sprechen, aber ich mache es aber nicht. Thank you.
Ach. Das war jetzt mein Fehler. Hier haben wir doch immer wieder Anspielungen auf Ocarina of Times Musik, wie man gerade gehört hat. Dieses dum 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 dum. Ah, toll. Das ist manchmal ein bisschen schwammig. Du bist wirklich sehr geschickt darin, werter Freund. Weiter so bis ganz oben. Wenn du dich in der Sprungrichtung täuschen solltest, dann lass einfach den Joystick in normaler Position. So lässt du wieder sicher in dem... Was? Achso. Vielleicht bist du beim Dekoblatt. Pass auf, dass du nicht nach unten fällst, sondern klimme die Wipfel. Ja, die haben das Geräusch recycelt. Du hast das Deko-Plot gefunden. Lege es auf eine drei Knöpfe und wirble deine Umwelt kräftig auf. Benutze es im Sprung, kannst du mit Hilfe deiner magischen Energie durch die Lüfte gleiten. Du musst dabei lediglich auf die Windrichtung achten. Wer der Freund hier drüben? Flieg von dort drüben. Mit Hilfe des Dekoplatz zu mir. Da oben ist aber auch noch was, glaube ich. Ich kann nicht widerstehen, ich muss das jetzt machen. Oh oh. Toll. Ich hab gedacht, ich könnte darüber hopsen, so. Wieso hatte... Manchmal ist die Trefferzone ein bisschen fairer, manchmal ein bisschen unfairer. Thank you.
Großartig, werter Freund, du scheinst den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt bereits prima zu beherrschen, aber wie vermutet, kannst du nicht allzu lange fliegen, da du viel schwerer bist als wir, werter Freund. Also dann, da drüben ist der Eingang zum verbotenen Hain, in den der arme Makoros gestürzt ist. Bitte rette unseren Freund Makoros. Glückwunsch, werter Freund. Endlich hältst du das Dekoblatt in den Händen. Die unheimliche Insel, die du da siehst, ist der verbotene Hain, in den Makoros gefangen gehalten wird. Flieg mit Hilfe des Dekoblatts bis zu dem Eingang da drüben. Das Dekoblatt ist aber ein windabhängiges Utensil. Wenn also der Wind nicht in die richtige Richtung weht, landest du im Wasser anstatt im Ziel. Ich hoffe jedenfalls für dich, dass der Wind in die Richtung dort weht. Ich glaube, man kann bis rüber, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das nochmal war. Oh, ich glaube, da drüben ist tatsächlich was. Hast du es gezeichnet, werter Freund? Im richtigen Gang mit dem Dekoblatt hast du bereits prima raus. Jetzt heißt es ein bisschen Grasen mit, um die magische Energie wieder aufzufüllen. Der Eingang zum verbotenen Hain liegt höher als die Insel, auf der wir uns befinden. Um also an Höhe zu gewinnen, musst du dir aufsteigende Luftströmungen zunutze machen. Kannst du den Aufwind dort sehen, werter Freund? Die Luftströmungen hier bewegen sich ziemlich schnell. Sie bewegen sich stets mit dem Wind. Du musst den richtigen Zeitpunkt abwarten und damit viel Schwung abspringen. Jetzt musst du nur noch darauf warten, dass der Wind in Richtung des Eingangs weht. Ich wusste nicht, dass man die wegschlagen kann mit dem Dekoplatz, wenn man das so aufpumpt. Verbotener Hain. Blöd. So. Aber das ist tatsächlich der perfekte Ort, um diesen Teil zu beenden. Dann nehme ich überhaupt schon auf.
Wieder gute Stunde, das passt, das ist perfekt. Wie gesagt, ich hoffe, der Teil hat gefallen. Und wenn ja, dann bis nächstes Mal wieder einschalten. Dann ist vielleicht schon das Aufnahmeset, aber das werden wir sehen. Bis dann.